Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Wir gucken heute mal wieder, was für eine Scheiße wir im Training Mode hingebastelt bekommen. Ich habe wieder nicht wirklich einen Plan, wie ich es machen werde. An sich mag ich Hyrule Castle schon sehr gerne. Ist eine gute Stage für solche Kombos. Ich habe noch keine genaue Ahnung, wie es aussehen wird. Ich weiß nur, woraus es auch beginnen soll, so ziemlich. Stellen wir Ridley einfach wieder auf den Skin. Warum ich den dieses und letztes Mal auf den gelben Skin stelle? Weil ich weiß, dass der einzige Ridley-Man in SQT den Skin abgrundtief hasst. Ich bin nett. Dieses Mal ohne Spirits. Natürlich ist es hier gleich, obwohl ja okay, ich kann damit... Stimmt, das macht sogar noch besser, mein Plan. Also, der Beginn soll auf jeden Fall mit dem Beast Ball stattfinden und wird auch gleich somit der schwerste Teil. Weil es nicht nur... Oh. Ich wollte sagen, weil es nicht nur random ist, sondern weil ich auch noch schlecht im Footstompen bin. Vergesst den zweiten Punkt. Ernsthaft? Das geht so easy? Wenn der in die richtige Richtung... Warum habe ich das zuvor nie geschafft? Warum habe ich das... Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen aus dem Konzept geworfen. Ich habe gedacht, 90% des Videos bräuchten wir schon, damit das klappt. Und jetzt sind wir hier in den ersten Sekunden und ich hab's bisher nicht einmal, als der Ball in die richtige Richtung geflogen ist, nicht geschafft. Ja gut, was wir auf jeden Fall machen können, ist dann, zack. Zack, ich muss den Beast Ball finden, der Versuch ist ziemlich im Arsch. Das war schon mal ein schöner Beginn. Ihr seht, das klappt sogar ganz gut. Wenn ich dann nächstes Mal aus dem Footstomp mich direkt nach hier oben begebe, dann könnte ich daraus kombon. Nur wie kombo ich daraus? Will hier oben dann irgendein Item hinlegen, aus dem ich raushin. Würde das irgendwie funktionieren, wie ich es mir vorstelle, nie im Leben, oder? Aber ich merke schon, dieses Mal geht das Setup besser. Das Setup ist aber auch nicht kompliziert. Okay, ich sehe schon, ich weiß schon gar nicht, mit einem Fußball habe ich hier hingelegt, der aber relativ schnell weg war. Ich probiere erstmal ohne weitere Items da draus zu kombonen. Ja gut. Also, ich brauche hier unten das und das. Landmine, das Teil. Dann brauche ich den Beast Ball. Und muss halt... Das ist so eines der größten Probleme an dem Setup. Dass ich einfach Bad Luck haben kann. Und dann ist die Combo im Arsch. Weil der Beast Ball in die richtige Richtung fliegen muss. Jetzt macht er es schon wieder so rum. Das Einzige, was ich schon ganz sicher geplant hatte, war, dass ich eben aus dem Beast Ball raus Footstompen und damit die Combo beginnen wollte. Und dass ich ihn wahrscheinlich in so einen Unira reindönern will damit. Natürlich, dieses eine Mal verfehle ich. Dieses eine Mal, wo das Setup steht, verfehle ich den Footstomp. Und ob es jetzt ein Footstomp oder Footstool ist,
Ich verwechsel die immer. Jetzt fliegt er wieder da lang. Junge, Junge, Junge. Der RNG-Faktor ist mir nicht sympathisch. Ich muss den Unira aber am besten auch wirklich an Rand platzieren. Ansonsten fliegt der an den falschen Ort. Das könnte sogar gut sein. Ich probiere es mal so. Der Knockback hat nicht gereicht so. Aber ich könnte... muss ich jetzt erstmal hier oben hingehen. Ich könnte Ridley einfach schon mal hier auf 15% stellen und dann genau dieses Setup machen. Dann ist auch der Footstomp auf jeden Fall... warte. Wie habe ich den dazu gebracht, da hängen zu bleiben? Wie habe ich den dazu gebracht, da hängen zu bleiben? Warum hat das beim Mal... Ich glaube, wenn ich den an die Ledge wirklich werfe, wo man sich halten kann, hält's nicht. Aber doch, ich kann das da relativ simpel dran werfen. Das heißt, ich kann... Zack. Zack. Beastball. Das war halt nicht im Ansatz true, so wie das gesetzt war. Ich glaube, ich muss den Unira noch ein bisschen tiefer setzen. Ich glaube, das wäre für den tatsächlich ziemlich... Ja, das sieht wie eine gute Position aus. Einfach überhaupt nicht springen. Dass ich dann probiere... Ja, dann setze ich erstmal dich, werf dich an die Wand, hol mir den. Ein Beastball hätte gereicht. Hoffe, dass die Richtung passt. Das ist das Schlimmste an dieser Combo. Und ich muss eben noch überlegen, was ich danach mache. Nein, das ist nicht gut so. Der Footstomp da rein ist zwar, glaube ich, true, aber die landen wieder danach absolut nicht. Und irgendwo muss es das ja auch noch sein. Nein, das geht nicht, dass ich da draus das werfe. Ich will dich nicht so verschieben, das verändert die Lage zu sehr. Also, das ist jetzt gerade wirklich wichtig. Ja, okay, das ist jetzt irgendwie wieder genau die Standardhöhe. Ich kann mal versuchen, die Landmine vielleicht tiefer zu platzieren. Und vor allem nicht den Beastball zu verkacken, da dann Follow-up draus zu machen. Dann würde ich sagen, versuche ich erstmal nicht den Unira zu ändern, sondern die Mine. Es kommt aber auch auf den Winkel an. Ich footstomp ein bisschen zu früh, habe ich das Gefühl. Und ich versuche es wieder so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das hat besser geklappt. Ja, und wenn die Richtung nicht will, ist halt Spaß und Spannung. Die Landmine ist, glaube ich, irgendwie so das häufigst genutzte Items für Item-Kombos, kann das. Ich sehe aber auch, warum. Ja. Das ist eine schwierigere Kombo als die davor. Ja, jetzt habe ich komplett Zeug hingelegt, das ich nicht wollte. Das ist definitiv eine schwierigere Combo als die letzte. Warum trifft mich da was?
Ich schmeiß den Scheiß an die Wand. Dieses Mal war das relativ true anscheinend. Das war eine gute Positionierung. Ich setze trotzdem allerdings Ridley ein paar Prozente noch hoch. Damit es noch besser wird, was das angeht. Ich lande das jetzt nochmal. Er sagt, ich versuche es so lange, bis ich es lande. Sagen wir es realistisch, wie es ist. Und guck mal, wie Ridley da draus fliegt. Ja, das ist halt vor allem das große Problem, wenn ich das Ding nach unten werfe. Ich glaube, nach unten ist trotzdem die bessere Wahl. Weil das irgendwie auch den Winkel ändert, wenn es an der Wand klebt. Das war natürlich jetzt Bullshit. Das ist im Moment noch so das größte Problem. Ich muss gucken, dass ich ihn wirklich in die Hitbox von dem Unira reindöner. Die auch in die Landmine-Kombos. Das hat zwar letztendlich gekombot, aber null true. Das Beste wäre es halt echt, wenn ich das an die Seite hängen und dann treffen kann. What the fuck? Ja, zu früh. Zu früh. Dann werfen wir so und so. Gehen wir hoch. Holen uns einen Beastball. Verfehlen den Footstorm. Haben einen IQ von 2,5. Ich versuche den fucking Beastball einfach wegzuwerfen. Das ist das ganze fucking Gimmick des Items. Ich Genius. Das war nee gut, aber kann sein, dass der Winkel war entweder scheiße, aber ich würde auch die Prozente auf 20 setzen. Das wirkt wie das Beste. Das habe ich nicht gut geplaced, glaube ich, die Mine. Das ist das Problem auch noch. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade ein inconsistent Placement bei der Mine. Und hier, der Winkel davon. Okay, das könnte aber auch wirklich dran liegen, dass die Mine zu niedrig gesetzt war. Ich glaube, das hätte gekombot. Ich habe ehrlich gesagt schon kommen sehen, dass der Beastball aus der falschen Richtung kommt, aber am Ende hab's nur ich verschissen. Wenn das so nicht klappt, dann werde ich als nächstes versuchen, die Mine höher zu setzen. Ich rechne auch nicht damit, dass ich das in dieser Aufnahme schaffe, hier eine krasse Kombo draus zu machen, sage ich, wie es ist. Aber das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist, innerhalb der nächsten 2 Wochen eine krasse Kombo draus zu machen. Und das hat nicht gescheit gekombot, aber ich hatte auch das Gefühl, ich hatte einen Scheißwinkel. So, jetzt ist es mal höher gesetzt. Es war besser. Was ich vor allem machen muss, ist aus meinem Footstomp draußen in einem anderen Winkel springen, damit ich die Chance habe zu kombonen. Und wie gesagt, wenn irgendwie ein Smash-Streber hier in den Kommentaren ist
und sich beschwert, dass ich Footstomp sag, obwohl es vielleicht ein Footstool ist. Wie ihr sagt, heuleiser, ich nenn's, wie ich's will. Nice Combo, Leute, meint ihr nicht? Das ist halt auch so ein bisschen die Sache. Das ist so eine Combo, die ist unnötig übertrieben. Weil ich versuche ihn aus dem Beastball zu footstompen hier in Unira und dann in die Landmine. Wenn der Beastball ihn einfach genau in die Landmine reinnocken würde. Aber darum geht's ja. Ich meine, so eine Item-Kombo macht man nicht, weil sie praktikabel in einem echten Match ist, sag ich mal. Das war eine Kombo. Das war eine Kombo. Und ich habe gesehen, er ist relativ genau hier gelandet. Wenn ich ihn hier footstompe, ich glaube nicht, dass ich die Zeit... Ich sag's so, wenn es klappen würde. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange eine Falle hält. Das geht. Das geht easy. Auch wenn ich dann sagen würde, ich setze hier vielleicht keine Falle hin, sondern noch eine Landmine wäre allerdings ein bisschen lame. Was gibt's für Items, die einen bei Berührung beschaden? Oder ich lege hier einen Fake Smash Ball hin. Wo das Problem halt ist, dass der andere nervt. Weil ja jeder zweite Fake Smash Ball so ist, wie ich die brauche für die Kombo. Und ich jag in die Luft, ich Vollidiot. Also, das Sinnvollste ist für Setup wirklich. So. Aber ich bin hier schon wieder was auf der Spur, das merke ich. Es würde zeitlich gehen. Es würde zeitlich gehen. Aber irgendwie ist Fake Smash Ball nicht die tollste Variante da. Ich würde lieber irgendwas, das eine aktive Hitbox hat, setzen und ihn mit einer Down Air reinkombon oder so. Oder ich nehme eben wirklich eine Falle, die ich mir allerdings hier zurechtlege. Da ist halt die Frage jetzt, wie lange eine Falle liegt. Bleibt. Reicht das, damit ich mein Setup noch machen kann? Ja, nicht, wenn ich's verkack. Was so, wenn man eine B-Bomb hat, kann man die mit... Na, man kann die mit Hits aktivieren, aber mit mehreren. Ich bräuchte, wenn dann was, das durch einen Hit in die Luft geht. Der despawnt sehr schnell, weiß ich aus der letzten Combo noch. Also im Moment ist wirklich meine Tendenz zu versuchen, hier eine Falle zu droppen, hier unten das Setup zu machen. Zack. Hier hin. Despawn. Ich war zu langsam, aber ich kann da was mitmachen. Ich kann da was mitmachen, das sieht man. Und vom Winkel her, ich könnte ihn daraus auch zum Beispiel... Ich überlege gerade, ich könnte versuchen, ihn da draus zu downsmashen, sodass er da hinten in den Warpstuff liegt und ich ihn von hier aus dann absmashe. Das ist das, was ich jetzt versuchen will.
Wobei ich dafür den Launch-Star halt direkt eigentlich setzen muss. Und das ist zeitlich mit den Dingern immer eine Sache, wie wir wissen. Und der war schlecht platziert. Das ist die Sache. Seht ihr, er ist in den Launch Star geflogen, ohne dass ich ihn dazwischen gehittet habe. Den Launch Star kann ich verwenden, aber wenn, dann höher. Ich bin hier was ganz Dickem auf der Spur und wenn ich die Combo lande, dann bin ich's einfach. Der Launch Star bleibt eine Weile liegen, aber sobald er gesetzt ist, hat man nicht viel Zeit. Deswegen ist das Setup so. Ich sehe das Setup. Und wenn das klappt, das ist eine gute Combo, Leute. Und ich habe jetzt auch relativ schnell das System raus. Wir könnten das tatsächlich in einem normalen Video schaffen. Normal langen Video. Wenn halt das Ende der Combo irgendwie klappt. Und ich den Footstomp nicht verkack. Und ich muss mich dran erinnern, dass ich nicht das mache. Warum ich mit K-Rule die Combo machen will, obwohl viele andere Charaktere besser zum Kombon sind? Aus Prinzip. War bei der ersten Combo auch schon so. Hätte ich die, keine Ahnung, mit Falcon gemacht, hätte ich da wahrscheinlich noch was Krasseres rausbekommen können, aber ich stehe zum fetten Croc. Okay, und beim ersten habe ich auch dieses Impact Run into Back Air gebraucht. Also, wieder Fokus. Ich glaube, das war scheiße platziert. Der Launchstar war immer noch nicht gut, glaube ich. Das wäre auch eine ganz coole Combo gewesen, wenn es getötet hätte. Aber den Launchstar muss ich, glaube ich, auch noch springen, weil der Plan ja wirklich ist, dass ich ihn vorher nochmal hitte. Er fliegt zwar ohne den Hit genau rein, aber das bringt dann ja nichts, wenn ich ihn hitte. Deswegen nehme ich den Launchstar und spring nochmal hier. Ja, und dann kommt der Beastball aus der falschen Richtung, Fangs. Ihr merkt, jetzt beginnt die Phase, in der ich nichts mehr sage, weil das Theory-Crafting am Ende ist. Und die Phase beginnt, in der ich wirklich nur noch versuche zu landen, was ich mir ausgedacht habe. Oh, scheiß Beastball! Der Random-Faktor.
Nein, ich habe den Down Smash nicht rausbekommen. Ich überleg aber auch gerade. Ich glaube, Down Smash hat mehr Endlag als F Smash. Und aus dem Down Smash schaffe ich es vielleicht nicht, danach noch ein Follow-up zu holen. Ja, okay, dieses Mal verkacke ich schon beim Setupen. Kann gut sein, dass die Landmine schon weg ist, wenn ich dazu komme. Was? Habt ihr das gesehen? Der Beast Ball hat Ridley getroffen und ist dann in keine der Richtungen teleportiert, um Ridley zu treffen, sondern hat sich in die Landmine teleportiert und sie in die Luft gejagt. What the fuck? So sollte dieses Item nicht funktionieren. Ah, jetzt werde ich ein bisschen nervös und verfehle die Footstomps. Na, scheiß drauf hier. Nicht darauf scheißen, das geht schlecht. Alter! Schlechtes Placement, sad. Einfach kein IQ, auch bad. Ah, das ist halt auch so der Effekt, wenn man dasselbe wieder und wieder macht. Wieso passt der Winkel da nicht mehr, Mann? Ich war ready. Aber ich merke, ich komme nah. Schön, dass ich aus meinen Misses zumindest jedes Mal die Back-Air landen kann, ne? Die nicht mal was bringt, selbst wenn ich auf Krampf irgendwas einsenden würde für den Combo-Contest, für den ich das jetzt ja eigentlich begonnen hatte zu machen, auch wenn ich es auch danach noch öfter machen werde, weil das ist saugeil. Aber selbst wenn ich da auf Krampf was einreichen will, dann nehme ich die Combo, die ich letztes Mal gemacht habe und nicht das. Close as fuck. Das waren wirklich Millimeter. Das Einzige, was schief gehen könnte an dem Konzept, ist, aber ich kann doch sehr sicher aus der Landmine so früh hitten. Der ist dann nicht irgendwie unsterblich zu dem Zeitpunkt, wo ich geplant habe, ihn zu treffen.
diese Back-Air lande ich echt consistent, meint ihr nicht auch? Das Problem ist, dass ich die nicht consistent landen will, weil ich die nur mache, wenn ich die Combo verkackt hab. Das Landmin-Placement war nicht gut. Den ersten Part kann ich inzwischen ganz gut. Guckt mal, wie konsistent ich diese Back-Air lande. Gott. Ich bin nicht auf der Plattform gelandet. Ein bisschen macht's auch was mit der Mentalität schon, wie clean das Setup ist. Und das gerade eben war fucking clean. Ich darf da nicht airdodgen. Ich muss auf der Plattform ohne einen Airdodge landen, was definitiv möglich ist. Ich bin da nur gerade mental zu unsicher. Gerade eben will der Beast Boy nicht kooperieren. Junge Beast Ball! Der dritte Versuch in Folge, der schief geht, weil der Scheißteil nicht connected, wie es soll. Wow. Ich hab gedacht, das hat vielleicht was damit zu tun, dass ich zu nah an der Landmine stehe und wollte deswegen ein bisschen weiter weg, aber das war so weit weg, dass ich einen Footstool nicht bekommen konnte. Und ich bin nicht mal consistent, wenn ich Footstomp oder Footstool sage. Ich sag beides. Wow! Die Consistent Back Air sogar im Sweet Spot. Ist das nicht geil? Ich habe nur die Befürchtung, weil ich es noch nie überhaupt geschafft habe, bis zum letzten Schritt zu kommen, bei dem ich aus dem Launch Star noch was kombon will. Junge, the fucking Beast Ball. Jetzt beginnt die Phase, in der ich die ganze Zeit das Setup wiederholen muss, weil der Beast Ball sagt.
Problem ist, dass das halt wirklich RNG ist in der Situation komplett. Das ist leider kein RNG. Das muss ich hinkriegen. Gesehen, mein F-Smash war minimal daneben. Was daran lag, dass Ridley nicht ganz den richtigen Winkel hatte und deswegen ein bisschen später in der Landmine gelandet ist, als ich dachte. Oder die Landmine war zu hoch platziert, kann auch sein. Ah, wieder der Air Dodge. Dieses Mal habe ich es nicht geschafft auf die Plattform. Das ist gerade der Schritt, der wirklich die größten Probleme macht. Wirklich auf dieser Plattform noch zu landen, um daraus dann die Combo. Seht ihr? Ich fall da durch die Plattform. Ich muss den Air Dodge gefühlt machen, aber kann ich nicht. Und ich hab's vorhin ja auch ohne geschafft. Das ist wirklich eine Sache von Pixeln. War's dann auch mit diesem Super Smash Bros. Ultimate Training Mode Combo Video. What the fuck war das? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich es heute noch schaffe. Und das war ja auch das erste Mal, dass der F-Smash überhaupt geklappt hat. Und dann schaffe ich auch noch die Up-Air am Ende. Das war doch schön. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Ich hab Bock, mehr davon zu machen. Bis bald und ciao.